So, Servus, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich habe offline ein bisschen rumexperimentiert, nämlich mit der 1.9. Ich musste auf die harte Tour leider feststellen, wir können nicht so direkt das spielen. Ich müsste die Datei von dieser Welt dann in die 1.9-Version verschieben, weil so es anscheinend nicht möglich ist, so über den normalen Weg diese Welt jetzt sozusagen in 1.9 zu spielen. Was? Und ich bin ein bisschen zu faul, das alles jetzt eine blöde Datei zwischen zwei Ordnern zu verschieben. Weswegen wir jetzt sozusagen weiter dieses Let's Play jetzt in der 1.8 machen werden. Ich werde aber nachgucken. Ich werde, glaube ich, fortführende Projekte, also spätere Projekte, die ich in Minecraft machen werde, werde ich dann in der 1.9, glaube ich, machen. Insofern ist doch alles geritzt, oder? Aber mal kurz, das ist ein bisschen leise. Ich mach mal kurz ein bisschen lauter für mich, so. Ich muss hier immer noch die Qualität checken von dem Kram hier. Das wollte ich hier auch noch machen. Und ich wollte hier. Einfach mal. Nein, du kommst mit und wir haben ja hier drin noch genug Platz. Insofern ist das ja alles ganz in Ordnung. Abgesehen von diesem nervigen Zeug hier, was mich einfach nur zum Kotzen bringt. Meine Fresse. Warum? So. Zack. Oh ne. Müssen wir das jetzt ernsthaft so gestalten? Das ist doch ein bisschen nervig, oder? Wirklich ganz, ganz klein bisschen. Naja, was soll man dagegen machen? Das war ja meine durchgeknallte Idee, das hier zu machen. Insofern müssen wir das auch leider umsetzen. Im Grunde eigentlich, worüber können wir momentan reden? Im Grunde habe ich momentan keine Themen. Ich muss mir wirklich mal Themen vorbereiten. Ich muss mir wirklich mal Themen vorbereiten, die wir dann besprechen können. Im Grunde eigentlich. Ja, im Grunde wollte ich ja das Ding hier bis zum Bedrock runtergehen lassen. Da oben am Rande, wartet mal. Sozusagen da oben so am Rande wollte ich dann so ein paar Kräne, Verzierungen etc. hinmachen. Damit das alles so ein bisschen minentechnischer aussieht. Und das Ding dann hier so etagenmäßig dann runtergehen lassen. Also dass wir hier auch dann so kleine Etagen reinbauen. Und damit dann sozusagen, ja, meinen können. Das soll sozusagen dann die Effizienz. Das soll dann sozusagen die etwas bessere Version sein davon. Aber haben wir noch eine Spitzhacke? Nein, haben wir nicht. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Aber was soll man dagegen machen? So. Dann hier noch. Und dann haben wir es auch schon. Dann haben wir diese Etage auch schon fertig, vorausgesetzt, die Spitzhacke macht nicht schlapp. Das wäre nämlich richtig scheiße. Ich hatte mir überlegt, dass wir dort in die Ecke oder so ein kleines Blockhäuschen machen, wo wir dann Bett reinmachen und so, um den ganzen Kram dann sozusagen hier zu überwachen. Also sozusagen, dass das sozusagen hier die Überwachungsstation sein soll, wo man dann drin wohnen kann. Epipetete, ne? Der ganze Kram hier. Gott. Ich glaube, wenn wir hiermit fertig sind, wenn wir dieses Ding wirklich einmal runter bis zum Bedrock haben, ich glaube, dann haben wir wirklich ein bisschen viel Stein und ein paar andere Erze, aber ich glaube, die werden wir auch brauchen, um hier überhaupt durchzukommen, weil unsere Spitzhacke jetzt auch schlapp macht. Shit. Das ist natürlich scheiße. Können wir aber schon mal hier wenigstens die anderen Materialien alle wieder zurückbringen. So. Und das, da wollte ich jetzt auch diese Folge auch mal hier so ein bisschen schon mal dran arbeiten, das hier wieder ein bisschen abzuholzen, damit wir uns wieder neue Bäume machen können. Und so weiter und so fort. So. Geht hier alles momentan ganz gut. So. Ja, ein bisschen neuen Cobblestone, ne? Braucht ja jeder. So. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Eisen. Das ist das Problem jetzt. Ne?
ist ja jetzt schon so ein kleines, aber feines Problem, was wir jetzt so haben. Essen haben wir aber noch genug, wie ich sehe. Jetzt haben wir kurz Kühe. Weil wir brauchen ja immer noch Leder. Wir haben drei? What the fuck? Okay, die werden wir erstmal. Ich glaube. Ne, weißt du was? Wir töten kurz eine Kuh. So. So, lass mich hier raus. Und eventuell wollte ich hier auch noch was an den Stallungen verändern. So ein bisschen. Eventuell überdachen oder so. So, ganz nice. Und ich glaube, das ist die Idee mit den Schneegolems. Also, wenn die da alle verrecken, dann werde ich die dort wegmachen. Also, dann werde ich das Gerüst dort oben wieder wegmachen. Das werde ich irgendwie anders machen. Dann werde ich hier irgendwann mal eventuell ein paar Eisengolems planten, die dann das Gebiet hier überwachen sollen. Die müssen das dann irgendwie abgrenzen oder so, dass die Eisengolems dann nicht allesamt abhauen. Aber hey. Hier. Das müssen wir irgendwie ändern. Ich hatte mir überlegt, eventuell können wir hier so ein paar Zäune hochgehen lassen. Hier eventuell so eine Wand hochgehen lassen. Dann über ein Eck, dass sie lang gehen lassen. Hier an den Ecken so mit den Zäunen Pfeiler hoch machen. Und das dann hier zum Anschluss bringen. Wo wir dann hier mit sozusagen mit einer Treppe dann sozusagen so das dann so machen. Hier so. Eventuell irgendwann mal. Weiß auch nicht. Oh ne, jetzt hat man nicht das Zeug liegt jetzt da oben fest, ne? Es liegt da oben fest. Das ist doch mies. So. Aber man kann auch durch Zäune greifen. Das ist ja immerhin etwas. So, dann gehen wir jetzt mal kurz zurück. Nein. So. Warum haben wir jetzt hier ein. Ach ja, wir waren ja im Hühnergehege. Wir brauchen aber keine Eier mehr. Wirklich gar keine Eier mehr. Also wir brauchen wirklich nie wieder Eier. Und wir wollten ja noch eine Hühnerfarm machen, genau. So. Ach, wir haben hier einen Stein vergessen. Okay, das ist natürlich scheiße. Was wir aber mal kurz machen ist. So. Einfach damit sich dort dann die ganzen Stacks ansammeln. Aber ich glaube, das wird hier schon mal nicht mehr reichen für. Sind wir hier aber wenigstens schon mal fertig damit. So. Können wir wenigstens das ganze Cobblestone dort abladen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Cobblestone wieder, um das hier wieder, wenn wir was bauen wollen mit Cobble. Sind wir fertig, darüber bin ich heilefroh. Können wir uns dort ja noch mal kurz die Kohle krallen. So. Zack. Und dann sind wir hiermit auch schon. Okay, wir müssen das Ding bis ganz nach unten bis zum Bedrock bringen, aber ich glaube, das ist sowas, das ja. Da können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Ne, ich glaube, da geben mir alle recht. So, danke. Ja. Damit haben wir das jetzt auch. Jetzt müssen wir uns hier noch um die Bäume kümmern. Oh je, oh je. Oh je. Das wird interessant. So. Zack. Oh ne, das ist so ein großer. Ach du heilige Waldfee. Wir können ja immerhin hier unten schon mal wieder alles abholzen. So, dann haben wir wenigstens ein bisschen das Holz. So.
müssen wir uns irgendwo auch mal eine Fallgrube machen. Das wollte ich aber dann auch mit Pistons machen. So eine Fallgrube, wo wir dann Tiere reinschmeißen können, um die unter die Erde zu bringen. Wo wir dann ja die automatischen Farmanlagen machen wollten. Können wir Kühe nach unten bringen, Schweine etc. So, schon mal hier so ein bisschen was wegnehmen. Na, die Axt ist gleich Schrott. Das ist ja schön. Oh nee, ne? Ich hasse mich. Ich hasse mich so sehr. So. Nope. So. Hatten wir nicht noch Eisenerz da? Nee. Okay, das war dann irgendwie nur eine verblasste Erinnerung. So. Frage, warum bin ich jetzt wirklich bis hierhin gegangen? So. Okay, was war das? Ey, lass mich durch. Lass mich durch. So, erstmal nachgucken, ob da hinten ist hier irgendwas gedroppt. Nein. Alter, ernsthaft, warum mache ich alles immer mit Angst kaputt? Warum? Ist doch scheiße. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Ist mir jetzt egal, ob was droppt oder nicht. Ich meine, wir haben genug Setzlinge. Aber, naja, Setzlinge können so in dem Sinne ja nie schaden. Ne? Haben wir ja immer so ein bisschen mehr. So. Vor allem, weil ich auch später vorhabe, ein bisschen wieder was mit Holz zu arbeiten. Brauchen wir jetzt vor allen Dingen sehr viel Holz. Dass ich mir so schon mal bereitlege. So. Ja, das war ja klar. So. Nächster Baum. Ach komm, bei dem bin ich jetzt zu faul. Ist hier noch irgendwo ein Baum freistehend? Nein, okay. Dann holen wir uns mal kurz hier die Items. Nein, ich bin wieder in der Aufnahme. Mal wieder. Ja, schön, dass du reinplatzt, während ich eine Aufnahme habe. Ja, wie schon gesagt, ich bin gerade in der Aufnahme. Ja, ja, immer platzen die rein. Immer, die platzen aber auch wirklich nur dann rein, wenn ich gerade eine Aufnahme bin, weil... Wenn ich gerade keine Aufnahme mache, dann platzen die auch nicht rein. Also ihr könnt das jetzt schlecht merken, weil wie sollt ihr merken, wenn ich keine Aufnahme habe, dass dann niemand reinplatzt? Ne. Und wenn ihr das wisst, dann würde es mich doch alt... das würde mir doch Sorgen machen. So, ich bringe schon mal das ganze Holz weg. So, dann sind wir das auch schon mal los. So, Schnee... Weizen, Eichenholzbretter, dann kommt hier oben Eichenholz rein. So, hier können wir schon mal Bretter reintun. Oh Mann. Das ist ja auch sowas, das wird eigentlich nie knapp, ne? Haben wir noch Zäune irgendwo? Oh, ein Zaun, das ist ja die Welt. Oh Gott. Ein bisschen viel, was wir hier haben, ne? Warum haben wir Eichenlaub hier? Okay. Das verarbeite ich mal kurz weiter. So. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Aber ich glaube nicht, dass hier noch was droppt, oder? Nee, dafür sind hier noch zu viele andere Bäume, ne? Ja. Soll mich aber auch nicht stören. Lassen wir mal hier durch. Wir hoffen, dass wir hier was finden. Ne, da bin ich ja immer so ein bisschen geizig, aber auch nur ein bisschen. So. Drei Eichensetzlinge, das ist ja die Welt. Eichensetzlinge, so. Ja, das kann ich auch, Alter. Jetzt halt die Klappe hier. Du nervst schon so tierisch.
der Wasserquelle, ja, geht. Geht eigentlich mit der. Damit bin ich schon ein bisschen zufriedener hiermit. Obwohl, wir könnten hier nochmal so einen kleinen Haufen machen. Hier. Und die Boden könnten wir ja auch noch ein bisschen so auslegen, ne? Die Boden müsste man wirklich noch ein bisschen auslegen. Aber das machen wir erstmal in der nächsten Folge, ne? Ciao, bis auf Wiedersehen!